Ich sage euch, werte Damen, ich würde Ihnen ja gern die Überfahrt umsonst anbieten, aber ich habe weder Geld noch ein Schiff. Irgendjemand muss bezahlen. Wie wäre es damit, wenn ihr bezahlt? Schön, ich werde bezahlen. Dann sind wir uns einig. Die Überfahrt ist Ihnen sicher, wenn ihr sie von diesem Bastard Cremmy wegholen könnt. Schickt sie zum alten Keller hin, wenn ihr alles geregelt habt. Jo. Ich habe dem Schmuggler Kellen 200 Kreuzmünzen bezahlt. Er hat sich bereit erklärt, Ginia und ihren Bruder von der Insel zu bringen. Allerdings nur, wenn Cremmy nicht mehr in der Lage ist, sich einzumischen. Na, das ist er schon mal nicht mehr. Ja, Kumpel. Ja, ich wollte nur wissen, ob unsere Abmachung noch immer geht. Ei, das ist wahr. Ich bringe sie nach Ungolsbeard und setze sie bei einer Frau namens Tirella ab. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich war nun gut. Das heißt, ich kann noch mal mit dir reden. Hallo, Süßer. Willst du meine Möpse sehen? Ich hasse diesen Satz. Ist Cremmy erledigt, werte Dame, kann uns nicht mehr wehtun. Er ist tot, Ginia. Also, ihr seid in seiner Gewalt befreit. Da ist er tot, aber das Schick wird, wird uns wohl jemand anderem geben. Ihr habt schon so viele getan, aber könntet ihr nicht die Überfahrt mit Keller hin? Für uns arrangieren, das ist schon erledigt. Ich schlage vor, dass ihr euren Bruder und Kellen sofort aufsucht. Ich weiß gleich, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken soll, Talisa. Ihr habt uns im wahrsten Sinne des Wortes gerettet. Ich danke euch vielmals. Ich werde jetzt Arson berichten. Lebt wohl. So, ich habe Ginia darüber informiert, dass Cremmy getötet und den Schmuggler Kellheim bezahlt habe, damit er sie und ihren Bruder von der Insel bringt. Natürlich war sie hoch erfreut. Jo. Ja, das möchtet ihr. Dann mal den Amberley-Tempel. Der ist hier. Und ich glaube, bevor wir uns in die Zaubererfeste aufmachen, werde ich die Piraten hier aufmischen. Ach, das gibt. Das kennen wir ja. So sehen alle Amberley-Tempel eigentlich aus. So sah auch der damals in Baldur's Gate aus. Also in Baldur's Tor, in der Stadt meine ich jetzt. Nicht im Spiel. Wobei im Spiel eigentlich auch. Warum stört ihr meine Meditation? Die Königin der Schlampen heißt euch in ihrer Behausung willkommen, Sterbliche. Ja, super. Wollt ihr um ihre Gunst für eure Reisen bitten? In der Tat, was könnt ihr anbieten? Heilung ist nicht nötig. Tränke hat sie ein paar. Sogar Stabstreitkolben und Kleriker stecken. Gürtel der Wucht. Rüstungstaste gegen Wuchtwaffen. Haben wir jemanden ohne Gürtel? Ohne gescheiten Gürtel? Das ist ein guter Gürtel. Das ist schon ein Gürtel der Wucht. Gürtel der Zähigkeit. Gürtel der Hügelriesenstärke. Hierfür brauche ich noch den Gürtel der Frostriesenstärke, genau. Den finde ich etwas später. Ja, ein Gürtel der Wucht wäre gar nicht mal so schlecht. Ihr gefällt mir. Seid willkommen. Und zwar für ihn hier einmal Gürtel der Wucht. Das ist sehr erschwinglich. Bei der Stabstreitkolben, davon haben wir schon zwei Stück. Der Kleriker stecken ist auch nicht so besonders. Ja. Also hier der Stabstreitkolben hier, den meine ich. Gut, dann hast du uns geholfen. Ihr müsst eure Gu- Du bist nur ein betrunkener Seemann. Brauch ich mehr Bier? Ja, Sally. So, da wäre Sonic. Captain Bob Holmes. Ich warte. Die Kurtisane, Pirat. Noch mehr Piraten. Piraten Jimmy. Das wird sicherlich
Piraten Paul? Hoch soll er leben, hoch soll er leben. Dreimal hoch. Ja, jetzt rennen alle durcheinander. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, ja. Die Meere sind rot zu dieser Jahreszeit. Ahoi Kamerad, schnappt euch einen Stuhl und trinkt einen mit mir. Wir sind alles Matrosen von der verdammten Maria auf Landurlaub und machen gerade einen kleinen Lebertest. Die verdammte Maria? Ja, ein feines Schiff, die macht schon ein paar Knoten. War noch nie besser in Schuss als heutzutage, könnt ihr mir glauben. Wir würden es sogar mit Balduran persönlich aufnehmen, wenn der noch hier wäre, um Herausforderungen anzunehmen. Sie hieß früher Gähnende Maria, aber das hat unseren Opfern irgendwie keine Angst eingejagt. Wir sehen uns in der Ausnüchterungszelle. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Woher, von woher? Ich bin ein salzwassergebärtiger Bürger der Hohen See und habe den verdammten Skorbut schon 10-mal überlebt. Aber natürlich. Ach was, ich belüge euch doch nicht. Wir kommen geradewegs von Baldurs Tor. Matrosen waren wir, aber jetzt sind wir waschechte Piraten. Die Geschäfte unseres Arbeitsgebers sind etwas unglücklich gelaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Übersträuchen namens Sarivok hat den armen Zack über die Klinge springen lassen, hat er wirklich. Wir mussten dann ziemlich schnell die Stadt verlassen, als diese Frau aufgetaucht ist. Talisa mit Namen und ihn getötet hat. Ja, und seitdem sind wir Piraten. Hallo, ich stehe vor dir. Ich brauche ein schluckstarkes Röhrenbier. Ey, Kamerad, hört mal kurz zu. Wo seid ihr, wenn die Bäume nach Tran stinken? Im Fichtenwald halt. Aha, ihr seid ja eine Landratte, wie ich sie noch nie gesehen habe, Kamerad. Okay. Was hast du zu sagen? Ein bin platt wie eine Flunder und wie eine Forelle so blau. Ich krebse nur rum, ist ja so flau. Aber das stört sie nicht, die Olle. Sie kommt immer zurück auf meine Scholle. Pirat, Oh, unser Mart, der hat schwer geladen. Unser Mart, der hat schwer geladen. Ja, gut. Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was locker machen. Ich wünsche mir, ich hätte einen Krug rum. Mhm. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Verdammte Mannschaft, denkt, sie könnten mich unter den Tisch trinken. Den werde ich zeigen. Für den Kapitän bist du recht nackig. Was ihr mit dir? Keine Söldner, oder? Ich hasse diesen geldgierigen Abschaum. Was wollt ihr? Hm? Das ist nicht gerade der freundlichste Ort für einen fremden Spaziergänger. Verzeiht, dass ich gestört habe. Ich werde wieder gehen. Ich habe Geld in meinem Beutel und bewinde es, auszugeben. Wollt ihr mich etwa loswerden? Nein, nein, auf keinen Fall. Es mag hier unfreundliche Gesichter geben, aber ein Zahn der Kunde ist mir immer willkommen. Also hier könnte ich als Händler schlafen oder einen saufen. Haben wir mal einen Winterwein und Elminsters Spezialbier weg. Na komm, noch einen Rasmus und Kriegsmet. Dass wir schön ruhig sind. Ja, natürlich. So, was hat er jetzt zu sagen? Ja. Zum Gruß, ich bin Sanik. Ihr müsst neu im hübschen Brünnler sein. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Talisa, ich bin gerade aus Katla aus angekommen. Das braucht ihr nicht zu wissen, entschuldigt mich. Mir wurde gesagt, dass ihr mir vielleicht ein paar Informationen geben könntet, die ich brauche. Sind wir mal so freundlich? Dann seid willkommen. Hier in der Stadt gibt es bald eine freie Stelle, die ich beabsichtige, bei nächster Gelegenheit zu gehen. Tatsächlich, warum wollt ihr fliehen? Dann wünsche ich euch eine gute Reise. Nun wollt ihr mich bitte entschuldigen? Man sagte, dass ihr mir vielleicht Informationen geben könnt. Da ist wieder mal ein Schreibfehler. Warum wollt ihr fliehen? Fliehen ist vielleicht nicht das Wort, das ich wählen würde, auch wenn es womöglich zutrifft. Es gab ein Missverständnis mit einer Gildenmeisterin hier im Ort. Meine neue Frau und ich werden auf eine ausgedehnte Geschäftsreise gehen, bis sich die Dinge gelegt haben. Was in aller Welt? Ist jemand hinter mir? Ja. Was für eine Hinterlist ist das? Wer seid ihr? Leuchtmörder, hallo Sanik. Die Fürstin Calvena lässt euch grüßen. Sie mag es nämlich gar nicht, dass man sich hier widersetzt. Ihr, das Mädchen ist frei und ihr habt keinen Anspruch auf sie. Lasst uns in Ruhe. Frei? Wohl kaum. Die Fürstin wird den Diebstahl ihres Besitzes nicht erdulden. Ihr werdet dafür bezahlen. Sprecht nicht von meiner Claire, als wäre sie ein Gegenstand. Sie ist nicht länger Galvenas Sklavin. Ich liebe sie und sie unterliegt eurem gemeinen Zugriff nicht mehr. Ha, ein Romantiker. Vielleicht kommt euer Tod einem Baden zugute. Mal sehen, wie euren Eingeweiden etwas.
bereitet euch auf den Tod vor. Und was euch angeht, da ihr Freunde von Galvenas Feinden seid, seid ihr auch auch ihre Feinde. Sterbt, ihr Narren. Fragt nur. Bei Amberlys Brustwarze, was glaubt Calvena, denn wer sie ist, Meuchelmord, dem vulgären Affen, die suchlesiges Weibstück. Gastwirt, ihr scheint etwas darüber zu wissen. Warum wurde dieser Mann getötet? Was geht euch das an? Ihr habt ihn doch gerade erst getroffen. Sagen wir mal, wir standen uns sehr nahe. Wer war der Meuchelmörder und warum führt er diese ruchlose Tat aus? Ich brauche Informationen, denen nur er mir hätte geben können. Sagt mir, was ihr wisst. Machen wir das Erste. Ja, wenn ihr dafür der Dame klar macht, dass ihre Geschäfte aus meiner Taverne ausreiten soll, dann sage ich euch gerne, was ihr wissen wollt. Der Meuchelmörder wurde vom Fürsten Galvena geschickt, der Herrin der hiesigen Kurtisanengilde. Ihr versteht sicher, wie so ein Unternehmen in einer Hafenstadt voller Seeleute einer Frau Reichtum und Macht einbringen kann. Ziemlich offensichtlich, welchen Streit hatte sie mit Sanic? Ihr habt mir alles gesagt, was ich wissen wollte. Nehmen wir eins. Sanic, dieser Narr, verliebte sich in Claire, eines von Galvenas Mädchen, und sie sich in ihn. Er nahm sie aus dem Gildenhaus mit und erklärte sie zu seiner Frau. Galvena ist eine rüde Frau. Sie betrachtet ihre Kurtisanen als ihr Eigentum. Sie beschuldigte Sanic des Diebstahls und er beschimpfte sie in der Öffentlichkeit. Die ganze Stadt weiß davon. Das also war dann Galvenas Antwort. Ich befürchte, dass das Mädchen Claire in diesem Moment ebenfalls leiden muss. Wahrlich, eine Ungerechtigkeit ist geschehen. Wo ist dieses Mädchen Claire? Sanic war mein Kontakt mal im Bundamt. Wer sonst könnte mir sagen, wie man ins Heim hineinkommt? Wo ist das Mädchen? Die Gilde hat am Westrand von Bündern ein Haus. Gutzahlende Kunden können ihre Transaktionen in einem Schlafzimmer im Gildenhaus erledigen. Ich vermute, Galvena hat das Mädchen bereits dorthin gebracht, um es zu bestrafen. Ist dieser Ort bewacht? Wie könnte ich da reinkommen? Gibt es noch jemanden, der mir sagen könnte, wie ich in die Zaubererfeste hineinkommen könnte in dieses Heim? Nehmen wir das erste wieder. Ihr könnt hineingelangen, wie es jedermann tut, als Zahn der Kunde. Galvena hat sowohl männliche als auch weibliche Kurtisanen für jeden Geschmack das Richtige. Wenn das nicht klappt, müsst ihr einige gut trainierte Wachen töten. Ich habe auch gehört, dass sich Galvena ein Magier als Schoßhund hält. Beide Methoden sind meiner Meinung nach Wahnsinn. Nehmen wir mal die 1. Wenn ihr sicher seid, dass Sanic es, also wie wir die Magierfeste kommen. Wenn ihr sicher seid, dass Sanic es wusste, dass vielleicht seine jungen Braut erzählt, obwohl ich keine Ahnung habe, wie ihr sie fragen könntet. Ja, da könnte ich nochmal fragen. Ich danke euch, ich werde gehen, wie ihr wünscht. Wenn es das ist, was ihr wollt, es tut so gut wie ein wenig. Das sind Pfeile plus 1 definitiv. Und das hier ist ein Kurzbogen plus 1. Der kann verkauft werden. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Keine große Herausforderung. Ja, so wie es aussieht, ist das... Freudenhaus nun geöffnet. Und da wir von Mr. Mistkerl ja jetzt das Medaillon haben, können wir da einfach reinspazieren. Ich war nun gut. Reden wir noch mal kurz mit ihm. Ja, Kumpel. Hallo Theresa, macht euch keine Sorgen. Ginja und Asso sind sicher an Bord eines Schiffes. Ich werde niemand sagen, wo sie sind. Ja. Was haben wir jetzt verpasst? Einlass ins Heim. Ich sprach mit Sanic, der das Heim immer mit Nachschub und Gütern belieferte. Er erwähnte, dass er nicht mehr tun würde und schnell aus dass er es nicht mehr tun würde und schnell aus der Stadt verschwinden wollte. Bevor er mir noch etwas über den Weg hinein erzählen konnte, wurde er von einem Mann getötet, der behauptete, von einer Frau namens Galvena beauftragt worden zu sein. Der Schank wurde dann angedeutet, dass Sanic vielleicht der Frau, die er aus Galvenas Zugriff befreien und heiraten wollte, sein Wissen mitgeteilt hat. Der Schank wird bezweifelt, dass die Befreiungsaktion erfolgreich verlaufen ist. Claire befindet sich also vermutlich noch immer in der Gewalt von Lady Galvena. Wir sollten versuchen, sie zu finden und befragen.
Die Kurtisanen befinden sich in einem Gildenhaus im Westen von Bryllard. Dort empfangen sie ihre Kunden und Claire wird wahrscheinlich auch dort festgehalten. Der Wirt im vorherigen Affen erzählte mir, dass der Mörder von Sunny von Galvena beauftragt war. Sie ist die Leiterin der örtlichen Kurtisanengilde und eine Frau mit großem Reichtum und Einfluss in Bündler. Der Barmann von Vulgärenaffen war der Ansicht, dass der Weg ins Genhaus der Kurtisanen nur über eine der Kurtisanen führen kann oder indem man sich Galvenas gut trainierten Wachen und ihrem Zaubergünstling stellt. Ich habe also die Wahl. Ja, ich habe doch dieses Ding hier. Womit kann ich dienen? Hallo meine Fürstin, willkommen in Lady Galvenas Salon. Womit kann ich euch dienen? Die Lady hat mich neu eingestellt. Wie komme ich zu ihr? Was für ein Etablissement ist das denn? Es ist ein Palais der romantischen Genüsse, das allerfeinste an der ganzen Schwertküste. Die Lieblingsdienerin in Lady Galvenas Salon weist niemanden ab. Ihr dürft euch die Werbekampagne sparen. Ich bin neu und arbeite jetzt hier. Wie komme ich zu Lady Galvena? Mehr wollte ich nicht, leb wohl. Ich wäre darin interessiert, an den besagten Genüssen teilzunehmen. Nehmen wir das erste. Ah ja, ich sehe das Medaillon. Einer unserer neuen Meister. Erlaubt mir euch den Weg zu zeigen. Geht die Treppe hinunter, dort sind Wachen. Galvena wird euch empfangen, wenn sie fertig ist. Mhm. Ich warte auf... Ja, aber gerne. Und dann ziehen wir natürlich noch den Rest unserer Truppe nach. Was möchtet ihr? Na, das hier ist unten sieht aber nicht sehr freundlich aus. Erzählt mir mehr davon.